Hier in dieser Wohnanlage für 20 Parteien im Pfarrwerfen in Pongau wird das Pilotprojekt gemeinsam mit der Salzburg Wohnbau umgesetzt. Die Photovoltaikanlage auf dem Dach erzeugt Strom, der auf die einzelnen Wohnungen aufgeteilt wird. Der Anteil des erzeugten Stroms wird mit Hilfe eigens installierter Stromzähler alle 15 Minuten abgelesen. Dieses Solarstrommodell ist tatsächlich eine Win-Win-Win-Situation, eine Gewinnsituation für den Mieter, für den Eigentümer, weil er seinen in der Gemeinschaftsanlage produzierten Sonnenstrom selbst verbrauchen kann, sich damit auch sehr viel an Geld erspart. Für die Salzburger AG ist es eine weitere Situation, eine Gewinnsituation, weil wir unser Bemühen, mehr digital und noch stärker für den Kunden da zu sein, hier ausspielen können. Und für die Allgemeinheit ist es eine Win-Situation, weil damit die Energieziele erreicht werden können, die ja sehr ehrgeizig sind und die hingehen in Richtung CO2-Neutralität. Der Verbrauch des Stroms am Ort der Erzeugung ist erst seit wenigen Monaten aufgrund einer Gesetzesänderung möglich. Die Mieter ersparen sich dadurch Stromkosten, Netzgebühren und auch Steuern. Sollte überschüssige Energie anfallen, wird diese vermarktet und der Erlös den Mietern gutgeschrieben. Insgesamt können so bis zu 20% der Gesamtkosten eingespart werden. Wir haben jeder je nach Wohnungsgröße einen Prozentsatz an Platten. Zum Beispiel bei mir sind es 3,7%. Die kehren mir und den Strom, der damit erzeugt wird, den darf ich verbrauchen. Die Mieter brauchen einen Rahmenvertrag mit der Salzburg AG. Somit ist gewährleistet, dass jederzeit ein Ein- und Auszug und eine korrekte Abrechnung möglich ist. Um möglichst viel durch den hauseigenen Strom zu sparen, ist auch ein entsprechend bewusstes Verhalten notwendig. Also ich muss nur mein Verhalten ein bisschen verändern, wenn die Sonne scheint, dass ich hergehe und da eine Waschmaschine oder einen Trockner oder einen Geschirrspüler oder was immer einschalte, weil der Strom dann faktisch bei meiner Stromrechnung angerechnet wird. Mhm. Und wenn ich mir im Jahr zum Beispiel 40 oder 50 Euro da spare, so sind das, ist das relativ viel Geld für mich, nicht? Auch für die anderen, weil es sind ja keine so großen Einkommensbezieher da in dem Haus. Sollten Sie Fragen zu unseren Produkten Solartop für Mehrfamilienhäuser oder Solardepot für Einfamilienhäuser haben, dann kontaktieren Sie uns einfach. Unsere Mitarbeiter stehen für eine unabhängige Beratung jederzeit zur Verfügung.